Moin, ihr Füchse da draußen und willkommen zurück hier im Fuchsbau. Ich bin euer Blaufuchs und begrüße euch wieder recht herzlich zurück zu Guild Wars 2. Im letzten Part haben wir... jetzt wird es aber ein bisschen huckelig hier. Im letzten Part haben wir... Ist auch kein Wunder, so voll wie das hier ist. Jetzt darf ich vielleicht einen Satz zu Ende bringen. Im letzten Part haben wir ganz erfolgreich quasi alles von Löwenstein organisiert. Falls jemand schon kommentiert haben sollte, wie ich an dieses letzte merkwürdige, komische Ding hier hinten komme. Das da. Man sieht ja, ich habe verzweifelt es versucht. Danke schon mal dafür. Ich habe das hier jetzt am Stück aufgenommen, deswegen kann ich leider noch nicht drauf eingehen. Wir machen jetzt erstmal mit unserer personalisierten, persönlichen Story weiter. Und zwar den Weg bereiten. Stufe 40 sollen wir sein. Wir sind Stufe 53. Ich bin ganz guter Dinge, dass wir das hinkriegen. Wir wechseln aber mal wieder die Waffe auf Fernkampf. Möchtet ihr eure Geschichte fortsetzen? Den Weg bereiten. Wow. Das ist das, oder was? Nee. Ja. Instanz betreten. Jetzt wird es erstmal ruhiger. Den Weg bereiten. Ist schon lange her, dass wir unsere persönliche Geschichte weitergespielt haben. Ich hoffe, ihr erinnert euch noch, wo wir waren. Ich erinnere mich knapp. Sprecht mit eurem Trupp. Mit einem Freund. Nein, sprecht mit eurem Freund, nicht mit unserem Trupp. Hübsch sieht's hier aus. Sieht ein bisschen wie früher aus. Ist das jetzt wieder die alte Stadt? Kann das sein? So grau alles. Egal. Ridlock Brimstone. Hi, Ridlock. Das war möglicherweise ein Fehler. Kate kann verschlagen sein. Es dauert nur einen Moment. Was haben wir zu verlieren, wenn wir zuhören? Okay. Beobachtet die Konfrontation. Machen wir das. Willkommen, Kameraden der Klinge des Schicksals. Wir müssen über die Altdrachen reden. Als ich zusagte, wusste ich nicht, dass auch dieser Char kommt. Dasselbe gilt für euch, Mensch. Kommt ihr jetzt um Vergebung angekrochen, Logan? Bei mir gibt es nichts zu vergeben, Ridlock. Logan, Ridlock, Schluss mit dem Hickhack. Keith, das wird doch nichts mit uns. Nicht nach dem letzten Fehler. Die Norn hat recht. Wenn Erstegalken Fehler macht, gibt's Tote. So denkt ihr also darüber, Soja, dass das mein Fehler war? Bitte, ihr alle. Jetzt ist es an uns. Helfen wir den Orden. Wir haben schon gegen Altdrachen gekämpft. Und verloren, weil jemand nicht mithalten konnte. Habt ihr was zu sagen? Sagt's mir ins Gesicht. Würde ich, aber ihr rennt ja ständig davon. Ich sollte euch einfach aufschlitzen. Ach ja, womit? Mit dem Menschenschwert, das ihr aus Askalon geplündert habt? Genug, das war's hier. Lauft ihr wieder weg? Ridlock, ihr macht es nur schlimmer. Ha, das sagt die Richtige. Logan hat ausnahmsweise mal recht. Ich habe Wichtigeres zu tun. Mir reicht's. Und ich streng mich nicht für Feiglinge und Narren an. Lebt wohl, Keith. Traurig, Logan und Ridlock streiten zu sehen. Gäbe es nur etwas, das sie zusammenschweißt. Ja, ich weiß etwas. Keith, ich muss auch gehen. Das Treffen war wohl ein Fehler, aber ich wüsste vielleicht eine Lösung. Es gelingt uns also nicht, die Klinge des Schicksals zu vereinen. Wir können uns nicht helfen. Wie dann erst Tyria? Ah, wir kriegen das schon hin. Verabschiedet euch. Okay. Seht ihr? Deshalb bin ich zur Zitadelle zurückgekehrt. Keiner von denen hat genug Mut zu kämpfen. Sie sind keine Char. Ihr könnt nicht von ihnen erwarten, dass sie leben wie wir und dem Tod ständig ins Auge blicken. Aber feige sind sie nicht. Nein, vielleicht nicht alle von ihnen. Nur einer. Aber wir kommen dem Sieg keinen Schritt näher, wenn wir wie die Kinder herumstreiten. Ich muss einen Weg finden, ihnen meinen Willen aufzuzwingen. Ganz gleich, wie ihr entscheidet, Tribun, ich stehe hinter euch. Allerdings denke ich, dass ihr euer Vorgehen beim Angriff noch einmal überdenken solltet. Wann seid ihr denn so weise geworden, Centurio? Ihr habt recht. Ich werde in mich gehen, die Möglichkeiten abwägen und euch kontaktieren, wenn mein Plan steht. Ich bin bereit für eure Befehle. Das war relativ einfach. Den Weg bereiten, abgeschlossen. Zur Belohnung bekommen wir einen Schlüssel und jede Menge Erfahrungspunkte. Dann können wir hier diesen Ort verlassen. Löwenstein,
Löwenstein. Ich muss immer an Simpsons denken. Dann lassen wir mal laden und laden und laden. Ein so ein verfluchter Ausguck da noch. Das macht mich wahnsinnig, dass ich da nicht hinkomme, weil ich nicht weiß, wie es geht. Aber ich wollte jetzt auch nicht 20 Minuten damit nerven, wie ich verzweifelt versuche, da wie so ein Bekloppter irgendwelche Wände hochzuspringen. Ne? Das ist ja... So spaßig ist das auch nicht. Wobei, für euch ist es natürlich wieder amüsant, wenn ich dann fluche und leide. Ach ja. So, ich hab mich... Oh, oh. Gesund und kräftig. Er sieht richtig glücklich aus. Was ist das hier für ein... Ein neuer Freund. Novizin, ich bin ja so gespannt auf euch. Ihr habt bestimmt wunderbare Geschichten zu erzählen. Kann's kaum erwarten, sie zu hören. Man hat mich auserkoren, euch zur Abtei Durmann zu begleiten. Trefft mich doch bitte im Schwarzlöwen-Handelsgesellschaftshauptquartier in Löwenstein, damit das große Abenteuer beginnen kann. Okay, das können wir löschen. Melde mich zum Dienst. Oh, das machen wir zu. Die Vergangenheit ausgraben. Stufe 40. Trefft euch mit dem Gelehrten der Abtei Durmann. Reist zum Archiv in Löwenstein. Das ist irgend so ein geiler Brunnen, der Musik macht. Da. Cool, cool. Wir reisen jetzt zur Abtei. Wo ist es denn? Da ist die Abtei. Oh, da können wir auch hinlatschen. Da brauchen wir jetzt keinen Teleporter. Das ist ja gleich da vorne. Heinhüter Schwer. Was ist das für ein Geschmodder, die der da hinter sich herzieht? Edgar Dark. Hi, Edgar. Da ist es auch schon. Möchtet ihr eure Geschichte fortsetzen? Die Vergangenheit ausgraben? Ja. Ich will ganz tief in der Vergangenheit graben. Meinen Mentor treffen. Gerade eben hieß es die Vergangenheit ausgraben, jetzt heißt es mein Mentor treffen. Warum wird das immer so grau? Also, ja doch, weil das tatsächlich, das ist die alte Stadt wieder. Die haben diese Main Quest nicht in die neue, in das neue Gebiet verfrachtet und deswegen wird das hier so grau, einfach um daran zu erinnern. So sieht das jetzt wohl nicht mehr aus. Sprecht mit Verwalter Gix. Da ist Gix. Hi Gix. Kann ich euch helfen? Willkommen in der Abtei Durmann, Novizin. Verzeiht, wer seid ihr? Mein Name ist Gix, ich bin der Verwalter der Abtei Durmann. Ich werde mich noch öfters, ihr werdet mich noch öfters sehen. Das verspreche ich euch. Schönen Tag fürs Erste. Danke für die Auskunft, Verwalter. Die Abtei Durmann ist eine Bastion der Geschichte. Dort liegt das Wissen von Jahrhunderten. Seit 200 Jahren sammeln wir Wissen, wir erforschen und erkunden diese Welt. Als Löwenstein beim Aufstieg Orks überflutet wurde, retteten unsere Vorfahren die Überlebenden. Wir bewahrten Wissen, das sonst verloren gegangen wäre. Jetzt, wo die Drachen immer mehr von Tyria verwüsten, müssen wir noch mehr tun. Damit Tyria überlebt, müssen wir wissen, woher die Drachen kommen und weshalb und wie man sie besiegt. Vor allen Dingen Letzteres ist sehr interessant. Die Abtei widmet sich dem Wissen. Siren, eine unserer besten Gelehrten, wird euch zeigen, wie ihr das benötigte Wissen erwerben könnt. Oh, die scheint ja schon ganz gut damit klarzukommen. Durmann, unser Gründer, sagte es am besten. Eure Macht ist nur so groß wie die Summe eures Wissens. Wenn das stimmt, sind wir Tyrias einzige Hoffnung, die Finsternis zu überleben, die da kommt. Wir sind die Abtei Durmann. Durmann, jetzt weiß ich auch endlich, wie man sie ausspricht. Grüße gehen raus an den einzigen Gründer der Abtei. Sprecht mit Magistra Sirena. Siran. Ich würde ihn Siran aussprechen. Mr. Siran, ich komme nun und rede mit euch. Ein kleiner Umweg. Und ich bringe unseren Sprechen gleich nach Hause. Alles prima. Das ist eine Dame. Hi. Ah, da seid ihr ja. Ihr müsst die Novizin sein, die ich holen soll. Ich bin Magistra des Ordens. Aber Titel können wir uns sparen.
Nennt mich einfach Siren. Schön, euch kennenzulernen. Ich freue mich auf die Arbeit bei der Abtei Dormant. Euer Enthusiasmus gefällt mir. Ich weiß, ich sollte euch rasch zur Abtei bringen, aber ich habe einen kleinen Umweg mit euch vor. Okay. Während ich auf euch wartete, hat Explorator Keck mir von einer hochinteressanten alten Zwergengruft erzählt. Und nun ratet mal, sie liegt direkt am Weg. Das ist ja herrlich. Ich bringe euch natürlich zu Verwalter Kicks im Abtei-Haupthaus. Aber vorher, lasst uns ein bisschen Spaß haben. Spaß ist immer gut. Magistra Siren, ihr hört mir überhaupt nicht zu. Wir wissen nicht mal, ob die Geschichte stimmt. Was, wenn die Gruft gar nicht existiert? Wenn das nur eine Legende ist? Das sehen wir ja dann. Oh, Keckt, jetzt nervt mich nicht. Wenn ich der Sache nicht nachgehe, kommen mir die neugierigen Schaufler am Ende zuvor. Und was wäre dann? Sie würden sie zerstören. Kommt schon. Kann doch nicht schaden, sich dort umzusehen. Der Novize hat auch nichts dagegen, stimmt's? Ich find's geil. An meinem ersten Tag beim Orden eine antike Gruft erkunden? Klingt toll. Hab absolut nichts dagegen. Dann also abgemacht. Wir treffen uns am Maulend-Gipfel. Und lasst mich ja nicht warten, ja? Nee, wir beeilen uns. Wir wollen ja endlich mal vorankommen. Durchsucht die Höhle nach Zwergenrelikten. Trefft sie dann auf dem Maulend-Gipfel. Oh, alles klar, wir verlassen jetzt erstmal die Instanz. Zurück nach Löwenstein. Und dann müssen wir nur mal rausfinden, wo dieser Gipfel denn ist. Das ist die große Frage. Wo ist der Gipfel? Wahrscheinlich in einem neuen Gebiet. Und ihr kennt das ja. Wenn wir in ein neues Gebiet kommen, dann muss ich erstmal alles abarbeiten dort. Und diese Gebiete sind sehr groß. Ach ja. So, wieder zurück im richtigen Löwenstein. So, wo müssen wir jetzt hin? Wo müssen wir jetzt hin? Tatsache, neues Gebiet. Wir müssen auf den Lornas Pass. Das heißt, wir müssen hier hinaus. Das bedeutet, jetzt war es das schon wieder erstmal mit der personalisierten Geschichte. Wir machen wieder ein neues Gebiet klar, und zwar den Lornas Pass. Aber immerhin, da gibt es ja wieder viele tolle neue Quests. Vor allen Dingen, den kenne ich noch gar nicht, da war ich selbst noch nie. Das ist also für mich ein komplett neues Gebiet. Lornas Pass. Da bin ich sehr gespannt, da kenne ich selber gar nichts. Weder wie das Ding aussieht, noch was es da für Quests gibt, noch was es da für Gegner gibt, aber es gibt wieder Schnee. Oh, schon wieder Schnee. Wobei es so lange her ist, dass ich das gedattelt habe, da kann ich auch mit ein bisschen Schnee wieder leben. Da oben gibt es schon gleich den ersten Ausguck. Fledermäuse, Level 31. Ui. Oh, falscher Knopf. Ich muss erstmal wieder auf meine Skills klarkommen, aber kriegen wir alles hin. Erstmal wieder Interaktion, ne? Also, ist ja jetzt lange ruhig gewesen um uns. Wo geht's denn hier rein? Jetzt so direkt schon mal gleich eine Höhle. Das sieht doch schon einladend aus. Abtei Dormant entdeckt. Da sind wir doch auch schon. Hallo. Höhlen lassen mich ja nie kalt, ne? Das ist so der Fuchsinstinkt, ne? Könnte ja ein neuer passender Bau werden oder sowas. Wo geht's denn hier runter? So. Kannst du mal aufhören hier aus... Hast du das gesehen, wie es einfach ausgeglichen ist? Das ist aber nicht nett. Oh je. Oh, es gibt einen Sehenswürdigkeitenpunkt hier reinzulatschen. Mehr offensichtlich aber auch nicht. Und irgendein Fettmeier-Gegner, den wir erstmal geflissentlich natürlich ignorieren. Also wir können mal gucken, welches Level der hat, ne? Aber. Champion Eiswurm. Ich habe Angst. Oh, das ist ein Gruppenevent. Und raus. Aber schön, wir haben immerhin das Sehenswürdigkeiten-Ausguck-Teil-Dingens uns organisiert. Dass man nicht merken kann, wie die heißen. Sehenswürdigkeiten. Also, da bin ich richtig. Das ist eine Sehenswürdigkeit. Das andere ist ein Panorama. Sehenswürdigkeit, Panorama. Wir wollen ja die Begrifflichkeiten irgendwann nach knapp Folge 100 bald dann ja auch mal korrekt verwenden. Irgendwann muss man es ja mal lernen. Ne?
So, da oben gibt es wohl ein Wegmarkenpunkt. Den sollten wir uns gleich mal einsammeln. Oh. Hier geht's aber weit hoch. Das ist unsere Abtei hier tatsächlich. Wupp. Schwing. Oh, neues Level. Wir haben Stufe 54 erreicht. Was gibt's als Belohnung? Plus 30 Hauptattribute, Rüstungsverstärker, Stärkeverstärker, Gegenstandsverstärker. Oh, nehmen wir Rüstungsverstärker. Kommende Stufenbelohnung, 14 Heldenpunkte. Persönliche Geschichte, Kapitel 6 ab 60. Ja, wir müssen erstmal abarbeiten. Wir hängen ja sowieso schon sehr stark zurück. So, hier ist irgendwo ein Aussichtspünktchen. Da ist er. Okay, we can do this. Jo, und gleich mal die Aussicht genießen. So muss das sein. Noch habe ich sogar Kaffee. Läuft. Oh, wie hübsch das ist. Eieieiei. Also man muss sagen, das Spiel sieht auch heute immer noch erste Sahne aus. Es ist wirklich gut gealtert. Wenn man sieht, wie alt das schon ist. Ich weiß nicht, wie ich da abgefahren bin damals drauf. Petra Schmitz von der GameStar hat das dick beworben, weil sie halt einfach so ein absoluter Guild Wars Fanboy war vom ersten Teil noch und ich bin ein bisschen auf den Hype-Train durch Petra mit aufgesprungen, hab mir es dann auch gleich vorbestellt. Als es dann rauskam, habe ich es auch gesuchtet und dann irgendwann kam wieder das nächste Spiel, dann keine Zeit mehr für ein MMO und dann ist es halt ein... Was ist nun los? Frame Rates up. Freaking out. Okay. Alles wieder gut. Gildensprint. Ja, leider läuft das nicht. Da sind uns gerade mal die Frames ein bisschen eingebrochen. So, ich würde sagen, wir gehen erstmal ein bisschen weiter, ne? Wolf, hallo. Wir können ja auch mal wieder auf Nahkampf wechseln. Oh. Macht ja doch ziemlich viel Spaß. Ich muss gerade mal gucken, unser Tier kann ja auch tolle Sachen. Mein Ziel angreifen. Zerfetzender Hieb, F2. Bei Fuß, zerfetzender Hieb, das ist F2. Ich muss F2 mal ein bisschen benutzen. Oh. Ich muss mir am besten diese F2-Taste auf meine Maus legen, auf eine dieser Seitentasten, damit ich das auch mal benutze. Ich glaube, seitdem wir das spielen, habe ich noch nie, bis auf jetzt gerade eben, die Fähigkeit meines Pets, ach scheiße, meines Pets verwendet. F2 ist einfach so weit weg. Kommt man nicht so angenehm ran. Ach, guck mal, hier ist so eine dicke Brücke. Da unten ist erstmal der erste Sehenswürdigkeitenpunkt. Ausguckpunkt. Gehen wir erstmal dahin. Ganz gemütlich und entspannt. Oh, da sind ganz viele Tote. Oh, okay, alles klar. Das ist ein dickes, fettes Gruppenevent. Wir können da ja trotzdem mal reinrennen und wenigstens... Ach, das ist auch noch mit Herzen Aufgabe. Oh je. Let's try it. Lass mal bitte draufhauen hier. Eiswurm ist abgehauen. Ihr habt Hitte Leut geholfen. Das freut mich. Zähmen! Yo! Möchtest du jetzt? Nein. Wir haben ein neues Tier gezähmt. Mal eben zufälligerweise getroffen. Veteran, großer. Okay. Okay. Wir werden es mal versuchen. Ich habe da zwar keine große Hoffnung. Aber wir werden es mal ausprobieren. Let's try it, let's try it, let's try it. Oh, das sieht doch ganz gut aus. Johann, das ist richtig geil gerade. Oh, ich kann nur gerade nicht. Es freut mich ja, dass du dich freust. Oh. Oh. Au, da habe ich einen abgekriegt. Ey. Komm, schnell, schnell, schnell. Auf dich in irgendeiner Form zu heilen. Das hast du nicht verdient. Drauf, 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 drauf. Yo! Damit ist das Event zum einen abgeschlossen.
So. Gut, ich gehe kurz hier raus. Wir machen eben fix einen Break. Es geht dann gleich weiter. Ich bedanke mich eben fix bei euch fürs Zusehen. Hoffe, ihr hattet soweit ein bisschen Spaß. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst uns ein Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich wie immer gerne unter dem Video posten. Und ansonsten sehen wir uns dann gleich im nächsten Part wieder. Bis dahin, viel, viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.